was in dieser Folge passieren wird. Ich fuhr erstmal nicht nach, denn wir haben hier unseren ganzen Reifen, also unsere ganze Vorderachse an der Seite dran von Albon, und da können wir, und das reicht, oh mein Gott, Alter, was macht denn Leclerc hier? Und ich mache den gleichen Move gegen Lewis Hamilton, auf Lewis vorbeigehen, da fliegen wir über den Körper drüber, aber sonst reicht's hier, genau, da gehen wir jetzt vorbei und da. Und damit ein herzliches Willkommen hier aus dem königlichen Park von Monza zu unserer FNs 23 My Team Karriere. Und natürlich wie immer mit Audi, Season 2 ist da, und Monza ist immer so ein Fleckchen, wo ich mir immer denke, so, wo werden wir landen? Es ist ein Glücksspiel. Es ist wirklich, geht's hier nur um Top Speed. Und hier haben wir Monza. 5,7 Kilometer, 11 Kurven und Tradition pur. Im heutigen Rennen wird es auf jeden Fall auch drunter und drüber gehen, denn ich werde mich auch fragen müssen, was ja Max Verstappen mit unseren Seitenkästen hat, was er da machen will, aber auch vieles mehr, wie ihr vorhin bei den, was euch heute erwarten wird, Einschnitt gesehen habt. Jetzt erwarten uns mal die Pole, oder da gucken wir jetzt mal, wo wir landen werden. Jetzt erwartet uns mal hier das Qualifying. Lila im ersten Sektor, das ist schon mal gut in Richtung Pro Position, wir sind aber auch noch sehr früh dran. Also das wird interessant werden. Fünfeinhalb Zehntel hier und jetzt sechs und bei Ascari raus, und da konnte ich wirklich viel Schwung mitnehmen. Das sind 7 Zehntel, das ist wirklich sehr stark, aber angesichts unserer Position müssen wir uns stark verbessern. Ich meine, wir sind 15. Platz und das wäre echt nicht schön. Also da wären wir weit von den Punkten weg. Knapp Track Limits hier in der Parabolica und raus geht's hier. 67.000 langsam. Jetzt gehen wir noch einmal in den finalen Run. Guckt oben rechts die Zeit an. Das wird so knapp werden, Leute. Und jetzt noch einmal hier Parabolica durch. Michael hat Purple. Schnellster Mann. Ja, aber da verbessern sich natürlich noch einige. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Heute startet Sergio Perez von der Pole. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, Michael Schumacher, Hamilton, Russell, Gasly, Norris, Ocon, Albon, der Wissenschaftler, Stroll, Verstappen, Joe, Bottas, Oscar Piastri, Magnussen, Hülkenberg, Tsunoda, Doohan, De Vries und Logan Sargeant. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und hier sind wir nun in der Startaufstellung. Es ist dann doch leider nur der 11. Platz geworden, weil wir uns eben im letzten Run nicht verbessern konnten. Let's go, lights out, und wir kommen hier okay weg. Jetzt mal hier im Windschatten, Ocon, Albon. Ja, da gehen wir weit neben Albon ins Gras sogar. Ich traue der ersten Kurve nicht ganz. Und ja, jetzt sind wir hier vor Albon, aber da kommt es zu Berührung. Rad an Rad. Ich meine, da kann man auch nicht viel mehr machen. Es ist Turn 1. Es ist hier Monza. Wir wissen, es ist so eine enge Strecke. Und da gebe ich erstmal nicht nach, denn wir haben hier unseren ganzen Reifen, also unsere ganze Vorderachse, an der Seite dran von Albon. Und da können wir tatsächlich den 8. Platz übernehmen. Das war bis jetzt schon mal sehr stark. Ich bin gespannt, wo auch Michael so sein wird. Ich habe nicht genau gesehen, wo der jetzt aktuell herumfährt. Aber es ist auf jeden Fall toll, dass der da wirklich so gut sein kann. Natürlich, Monza kennt ihr noch von damals. Wir wissen ja, wie viele Ferrari-Feste, Feiertage hier gefeiert wurden. Wie auch mit einem Ferrari-Motor unterwegs. Also das ist schon mal schön, dass wir da auch mit der Tradition gehen können. Ihr habt es gesehen beim Einlenken der Pendler. Ich konnte einfach nicht mehr ausweichen, da hoffst du auch wirklich nur, dass der Unterboden gut bleibt und dass da auch nichts gut geht. 8. Platz nach der ersten Runde, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache, eine sehr, sehr challenging Rennen hier werden. Sergio Perez, schnellste Rennrunde, sprich, der fährt auch vorne weg, aber vorne 2 Route, eine Route hinter mir. Ja, das kann noch interessant werden. Und da kommt schon so ein bisschen zum Stau. Da ist, ja, Russell hier mit Norris am Werk und Gasly dahinter. Das kann interessant werden. Jetzt mal hier im Windschatten arbeiten wir uns von Pierre Gasly dran. Es wird schwierig werden, dass wir jetzt hier schon in Kurve 3 da was machen können. Ah, guckt euch mal an, wie der abdeckt.
Ich probiere rechts ein bisschen vorbeizugehen, aber da kannst du auch nicht viel machen. Diese Kurve hat leider nicht viel Platz. Jetzt hier erste Lesmo, da könnten wir ein bisschen Zeit gut machen. Hier im ersten Sektor, das verdanken wir natürlich dem Windschatten und von Gasly und auch von Norrie und auch Russell, die da gefightet haben, da habe ich ja drei Farben Slipstream bekommen, also das ist schon sehr gut. Jetzt auch hier im Windschatten, der zieht uns hier zu Ascari hin, grün im zweiten Sektor. Jetzt gucken wir so mal die Startwiederholung an und Michael vom vierten Platz losgegangen. Der Start war grausam, der war richtig grausam, dieser Start. Also Michael ist da gestanden. Guck dich das mal an. Der ist nicht vom Fleck weggekommen. Das ist ärgerlich. Und warum wir hier die Verwarnung? Ich meine, ja, da kommt es hier zwar zur Berührung, aber auch mit Ocon. Also ja, das ist natürlich auch dumm, so eine Situation. Da wird es eng. Und ja, ich habe das gar nicht gesehen beim Start, dass da der Michael so stehen geblieben ist. Das ist natürlich richtig bitter. Der startet aus der zweiten Startreihe. Und konnte da wirklich kaum, kommt da kaum vom Fleck weg. Das ist wirklich traurig. Wir sind jetzt hier in Runde 3 und jetzt kämpfen Norrie und Pierre Gasly. Jetzt können wir auch hier einen doppelten Windschatten wieder nehmen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Und Gasly und Norrie feiern eine andere Linie. Mehr Schwung aus Turn 1 raus und da verliert Norrie jetzt auch gegen uns. Außen probieren wir es hier an Lando Norris. Boah, ist der schnell. Boah, ist der schnell. Ich probiere immer wieder so ein bisschen in den Windschatten von Pierre Gasly zu fahren. Aber jetzt hat halt Norrie keinen Platz mehr. Und wir übernehmen hier den siebten Platz. Das ist schon mal sehr, 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 sehr gut. Ich glaube auch, dass das eine harte Nuss werden wird, das ganze Rennen hinten zu halten. Trotzdem muss ich sagen, ich fühle mich hier gerade sehr, sehr wohl. Wenn das DRS offen ist, kann ich eigentlich mit meinem Auto gut überholen. So ohne DRS und auch ohne Windschatten wird das Ganze wesentlich schwieriger, also wirklich, da musst du schon richtig, richtig beten, dass auf diesen DRS-Geraden was Unvorhergesehenes passiert. Hier könnte man eigentlich auch eine DRS-Zone bauen, die Geraden wäre sehr, sehr lang, aber ich glaube auch, dass man da ein bisschen Angst hat, denn gerade so in Parabolica, da ist schon vieles passiert ohne DRS und da ist jetzt so eine kleine Kampfgruppe, 5 Leute vor uns und wenn ich rechne, ist das bis zum zweiten Platz eigentlich eine komplette Gruppe hier geworden. Die Race geht on, obwohl wir da fast die Sekunde draußen sind. Jetzt Verstappen hinter uns, der hatte anscheinend auch Pech im Qualifying. Und jetzt wird es da ganz interesting werden. Ganz, ganz eng. Ich probiere wieder eine andere Linie. Auch diesmal funktioniert es nicht ganz. Ich bin noch ein bisschen weiter weg von George Russell und hier Pierre Gasly. Gasly ist sehr, sehr kampfwütig heute. Sehr gut, gefällt mir sehr, sehr, sehr cool. Also wirklich, Gasly, der ist cool unterwegs. Hier kann ich aber auch nichts machen. Ich kann weder links noch rechts vorbeigehen. Die nützen da wirklich die ganze Strecke. Und hier quetschen wir uns irgendwie in Turn 4. Ja, aber das ist Turn 4, keine Ahnung. Hier quetschen wir uns vor allem irgendwie durch. Und sind jetzt auch vor George Russell. Ah, Windschatten, gelbe Flagge, da ist hinter uns anscheinend irgendjemand abgeflogen, oder? Ist da was passiert? Nein, schaut nicht so aus. Jetzt ist aber mal Pierre Gasly hinter uns, der unvorhergesehenermaßen bremst. Warum ist der jetzt auf einmal, also sind nur 3/10. Das schaut im Rückspiel immer so viel, viel mehr als 0% benutze ich. Hier ist natürlich, macht das kaum Sinn. Jetzt hier Leclerc mit Sainz und auch Lewis Hamilton. Wir sind hier in der High Society angekommen. Bei den ganz, ganz Großen. Nur Perez, der kann da vorne einsam und alleine wegziehen. Der ist da, ja, safe so 10 Sekunden vor dem Zweitplatzierten. Das sollte dann Sainz sein. Das wird auf jeden Fall noch interessant, wer sich hier den dritten Platz oder den zweiten Platz sichern wird. Ein Zwix, wir können darum streiten. Ich glaube aber kaum, dass ich da jemals eine Chance hätte. Also wenn so eine Situation in Runde 17 wäre, würde ich sagen, oh yeah, let's go. Aber ja, ich weiß, ich muss noch in die Box rein und es ist noch ein sehr langes Rennen. Also da kann noch vieles passieren. Vieles Unvorhergesehenes auf jeden Fall. Eins ist fix, wir kommen hier sehr, sehr gut an Charles Leclerc dran. Ja, der hat auch jetzt einen Tick abreißen lassen zu Hamilton und Sainz. Ja, mal gucken, vielleicht wird das noch was. Den Windschatten können wir uns auch hier gut dran saugen. Ich denke aber auch mal, dass er die erste in den Vorderleuten bekommen wird. Und da vorne wird es sehr, sehr eng. Oh mein Gott. Sainz fährt der Hamilton direkt vor die Fresse. Das ist cool, das gefällt mir. Das ist sehr, 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 sehr... ja, Hardcore, das ist ein schöner Oldschool-Style, was da der Spanier raushaut, das ist wirklich geil.
Jetzt aber auch Leclerc hier irgendwie mit dabei, da kommt es fast zur Berührung. Da probiere ich eine andere Linie wieder zu fahren. Diesmal, das hilft aber auch nichts, denn die Autos sind halt wirklich um Welten schneller wie wir. Im Windschatten rechts aber trotzdem hier an Leclerc dran zu kommen, der ist ja wirklich so gewieft. Und er muss sich noch einmal kreuzen, das reicht. Oh mein Gott, Alter, da, was macht denn Leclerc hier? Und ich mache den gleichen Move gegen Lewis Hamilton auch hier. Er wird wahrscheinlich gar nicht wissen, was hier abgeht. Und wir übernehmen hier tatsächlich den vierten Platz. Und das im königlichen Park von Monza in Italia. Das ist so geil und so random, dass wir hier einfach mal an dieser Creme de la Creme vorbeifahren, als ob es nichts wäre. Wenn es eine Strecke wäre, wo es wirklich nicht so stark auf Speed ankommen würde und so stark auf DRS und Ground Effect und so weiter, also Ground Effect nicht, DRS und ihr wisst schon, was ich meine, dann wäre es schon fast genial, hier wirklich ein geiles Rennen zu fahren. Wir hatten hier wirklich bis jetzt so viel Glück, es ging nur nach vorne und das bereits in der 7. Runde. Jetzt müssen wir aber mal aufpassen, dass wir nicht zu spät in die Box kommen. Also was ihr wisst, was ich meine, wenn man es verkackt. Ich komme hier an diesen beiden Ferraris nicht dran, jetzt gehen wir in die Box rein. Charles Leclerc kommt gleichzeitig mit uns rein, oder? Da packt zu viele rum, ja, Leclerc kommt gleichzeitig mit uns rein. Ja, gucken wir mal. Losfahren, losfahren! Großartiger Boxenstopp, die Zeit war besser als wir dachten. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Hier jetzt an Charles, ja, Carlos Sainz vorbei. Sorry, das war der falsche Ferrari. Und das reicht hier. Wir sind wieder an einem Ferrari vorbei und sind jetzt auf dem dritten Platz unterwegs, Leute. Das wäre so krank, hier auf dem Podium zu sein. Aber natürlich auch dem geschuldet, dass Lewis Hamilton ausgeschieden ist. Also der ist leider wieder stehen geblieben. Der schenkt hier wirklich wertvolle Punkte weg. Auch in der Weltmeisterschaft, denn da sind wir vor, oder da sind wir nur noch knapp hinter ihm. Und ich denke mal, wenn wir wirklich einen vierten, fünften Platz hier ins Ziel holen könnten, dann würde das reichen, um den in der Weltmeisterschaft richtig, um den zu ärgern. Das wäre wirklich unfassbar. Jetzt aber sind wir nur noch knapp eine Sekunde vor Sainz. Leclerc zieht davon, der will hier Perez jagen und das ist wieder gelb vor uns. Hier steht jetzt auf einmal der Mercedes. Ja, genau. Es ist wieder der Mercedes. Also es ist eh wieder Hamilton. Jetzt noch Max dahinter. Die machen mir das Leben safe zur Hölle. 6 Runden sind noch zu gehen. Das wird so ein harter Endfight. Ja, da biegt jemand in die Box ab. Es ist Sainz. Es ist Sainz, der geht in die Box. Und ja, was soll ich sagen? Leclerc hat es fast geschafft. Es sind nur noch 3. Es sind fast 4 Sekunden. Über 4 Sekunden. Also ich denke mal, dass Perez das locker gewonnen hat. Apropos locker, es ist die 16. Runde und jetzt ist mittlerweile Max Verstappen an unserem Heck und der kommt damit im Überschuss. Ich kann mich nicht stark wehren, mein Auto steht an 345, 350 und dann gehe ich ganz spät auf die Bremse. Es reicht aber noch und da kommt es zur Berührung. Max Verstappen fährt uns rein, ähnlich wie Hamilton damals. Das wird auf jeden Fall für Diskussionsstoff sorgen. Wir werden uns das angucken und ihr dürft auch unbedingt gerne entscheiden, wer an diesem Manöver schuld ist. Ich meine natürlich, ich bin unfassbar spät in die erste Kurve hier reingezogen, aber ich muss auch sagen, dass auch Max hier
sehr handig drauf war. Das müssen wir uns dann auf jeden Fall in der Replay gucken. Und die ist auch hier schon. Das war Runde Nummer 2, Parabolica. Da waren wir ein bisschen weit draußen, hat man aber auch mehr Schwung mitgenommen. Doppel-Windschatten, und das hat dann auch für fürs gute Ansaugen gesorgt. 7. Runde, und da können wir hier profitieren von einem Dreierkampf. Da konnten wir an Lewis vorbeigehen. Da fliegen wir über den Körper drüber, aber sonst reicht's. Hier, genau, da gehen wir jetzt vorbei, und da. Ich meine, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Wir gehen hier ganz spät rein. Aber, ja, ich gucke mir das von Max' Sicht an. Er musste hier die Lenkung aufmachen. Da waren wir jetzt schuld. Aber warum wir uns da... Ja, das war... Ja, es sind natürlich sehr blochige Autos, das muss man sagen. Aber ob das... Ja, puh, war schon sehr knapp. Gott sei Dank ist da wirklich nicht zu viel Schaden gekommen. Und wir werden hier wieder gejagt von Verstappen. Also, glaube ich, hatte da kaum einen Schaden getragen. Ja, Mann, Perez zieht ja voll das Tempo an. Der ist jetzt einfach 12 Sekunden vor uns und, ja, 8 Sekunden vor Charles Leclerc. Und es geht in die letzte Runde rein, und wir sind im Nachteil. Wir sind jetzt auf dem 4. Platz. Es geht ums Podium. Doch, das war jetzt mit Hintergedanken, dass wir ihn hier vor der letzten Kurve vorbeigelassen haben. Denn hier gibt es jetzt dieses wichtige DRS. Und da können wir einfach gerade weiterfahren und übernehmen hier wieder den 3. Platz. Ob uns das, Mick, na Mann, Max, so heißt er, ob uns das Max jetzt ja so einfach machen wird, da bin ich mir nicht sicher. Aber jetzt mal gucken, guckt euch das mal an, wie der hier jetzt schon angeschossen kommt. Und wir sind nicht mal noch auf Start und Ziel. Hier geht's noch einmal in die Parabolika, und ja, zu zweit geht's einfach nicht. Ich muss hier einfach eine Kollision fast vermeiden. Wie nie irgendwie Max hier reinsticht. Das wird so knapp, Leute. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Und das war's. Ein durch und durch verdienter Sieg in Italien nach einem weiteren ausgezeichneten Grand Prix. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben, und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft, und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Das ist unfassbar bitter, Leute. Während hier Max mit dem Champagner spritzen darf, ja, muss ich meine Mimik irgendwie wagen, meine Tränen wegwischen. Das ist echt bitter. So knapp das Podium verpasst. Es waren dann am Ende ein paar Tausendstel. 33 Tausendstel. Auch Michael Hull punkte, das ist wichtig. Carlos Sainz ausgeschieden. Nein, weit unten. 2. Platz gestartet, für die schnellste Rennrunde noch einmal reingegangen. Macht nicht viel Sinn für mich. Kann mir nur eine Kollision da irgendwie zwischen ihnen und Verstappen vorstellen. Die waren ja auch die ganze Zeit im Fight drinnen. 4. Platz, und den fixieren wir uns immer mehr. 40 Punkte jetzt vor den anderen, auch in der Weltmeisterschaft. 6. Platz. Wir rücken Hamilton immer näher an die Pelle. Jetzt auch hier 16-17. Michael wieder gut Punkte gemacht. Das Qualifying war strong. Da hat er uns eigentlich sogar die Hosen ausgezogen. Doch im Rennen waren wir dann einen Ticken besser. Ich meine, der Standing Start von Michael, der war jetzt echt nicht gerade das Beste. Dreimal gepunktet, weil es auch ja wirklich genug Punkte gab. Das war ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende. Ich meine, natürlich das Highlight, dass Hamilton ausgeschieden ist, denn somit konnten wir uns einfach hier so viele Punkte gegen ihn erfahren. Und ich mache mir den jetzt auch persönlich zu meinem Ziel, bis zum Ende den noch zu schlagen.
Aber ja, seid gespannt, es kann auch vieles passieren. Unsere Upgrades werden immer besser. Chassismäßig sind wir hier ganz, ganz weit hinten. Aber ja, ich glaube, es wird schon langsam besser. Wir holen allmählich an die Konkurrenz auf. Und heute konnten wir uns wirklich gegen einen Norris durchsetzen. Gegen, ja, beinahe einen Red Bull durchsetzen. Gegen beide Mercedes. Und es ist dann wirklich der vierte Platz geworden. Der Motor, Halleluja, der hat schon mal bessere Zeiten gesehen. Aber den haben wir schon ausgetauscht. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne ein Däumchen oben da. Und wir bekommen endlich mal einen Fahrer, den man schlagen kann. Esteban Ocon, unser neuer Rivale. Schaut auch unbedingt gerne auf Social Media vorbei. Auf IT-Gaming auf Instagram. Und auch gerne auf EZ-Tobi auf TikTok. Links immer alle unten in der Bio. Und vielen, 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 vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich heute auf TikTok noch oder morgen wieder hier auf YouTube. Damit würde ich auch sagen, danke fürs Zugucken und bye.